Moin Leute und herzlich willkommen zum neuen Video auf meinem Kanal, aber heute geht es mal nicht um GTA, Minecraft oder Rocket League oder irgendein anderes Spiel, nein, heute geht es mal tatsächlich um den Kanal selber. Denn Leute, ich habe vor kurzem, okay, ich lüge jetzt schon wieder, ich habe vor anderthalb Monaten tatsächlich mal sowas wie Kanalmitgliedschaften aktiviert auf dem Kanal, habe mich dann da mal reingelesen und tatsächlich auch alles geschafft, damit das auch, ich sag mal, YouTube akzeptiert. Und ja Leute, was soll ich sagen, es ist halt jetzt verfügbar. Und jetzt möchte ich mal nach anderthalb Monaten mal ein Informationsvideo ganz pünktlich hierzu bringen, damit ihr Bescheid wisst, was das überhaupt ist, ob das Abzocke ist und so weiter und so fort. Aber bevor wir mit dem Video weitermachen, möchte ich jetzt schon mal bitten, einen fetten Like fürs Video dazulassen. Und falls ihr das Thema sehr interessant findet oder noch Anregungen habt, Verbesserungen habt, ne, für Verbesserungsvorschläge in Hinsicht der Kanalmitgliedschaften, bin ich natürlich immer sehr hellhörig und höre mir auch gerne eure Vorschläge an. Deswegen Leute, falls ihr Vorschläge habt, schreibt es mal in die Kommentare. Aber gut Leute, erstmal, was sind Kanalmitgliedschaften? Kanalmitgliedschaften sind so gesehen eine Art Spende an den Kanalinhaber, an den Creator, jetzt in meinem Fall halt ich, ne? Oder halt an andere Kanäle, die sowas auch anbieten. Ne? Ich habe das jetzt hier mal auch direkt an erster Stelle verlinkt und wenn ihr hier draufklickt, dann kriegt ihr so gesehen eine Anzeige, wo euch, ich sag mal, die Sachen angezeigt werden, welche Stufen ihr kaufen könnt, mit welchen Rechten und was das Ganze kostet. Aber gut Leute, ich möchte euch hier auch nicht alles vorlesen, da ich meine, ihr könnt ja alle selbst lesen, deswegen wäre das hier ein bisschen useless. Aber hier zum Beispiel die wichtigsten Eckpunkte, die aktuell die Kanalmitglieder haben. Ne? Also wenn ihr euch einen bestimmten Rang kauft, könnt ihr zum Beispiel natürlich vorab Videos schauen. Ne? Ich lade zum Beispiel Videos hoch und bearbeite die und ne, sie sind halt hochgeladen. Aber natürlich auch nicht gelistet, da ich die meistens ja erst um 19 Uhr online stelle. Anders bei Kanalmitglieder. Kanalmitglieder haben Vorabzugriff. Das bedeutet, wenn ein Video demnächst rauskommt, können sie sich das sofort anschauen. Zum Beispiel jetzt hier, ne? Neues Video verfügbar, was ihr euch jetzt anschauen könnt. Aber das auch nur für Kanalmitglieder, ne? Zum Beispiel. Ne? Und natürlich auch andere Vorteile haben Kanalmitgliedschaften ja schon. Das bedeutet hier auch zum Beispiel Bevorzugung bei Give Cars to Friends. Das bedeutet, wenn ihr mehr Autos haben wollt als, ich sag's mal, normale Leute, dann könnt ihr hier natürlich große Chancen haben, euch mehr zu ergattern, beziehungsweise ich garantiere es ja euch, um es mal so zu sagen. Aber gut, Leute, ne, wie gesagt, schaut euch mal rein. Falls ihr Verbesserungsvorschläge habt, bin ich gerne immer offen für neue Anregungen. Aber was bringt euch das denn noch? Na gut, wenn ich das hier zum Beispiel live streame, dann seid ihr auch in den Top-Chat. Das bedeutet, eure Nachrichten, die ihr in den Stream schreibt, falls ihr Kanalmitglied seid, werden gehighlightet, also mit einer Farbe unterlegt. Beim letzten Stream war das tatsächlich das erste Mal, dass jemand als Kanalmitglied da reingeschrieben hat und ich war erstmal voll verwirrt. So, warum ist das jetzt anders? Es war voll verwirrt, ja? Da ist das tatsächlich ja noch nicht so lange her, ist, als ich das aktiviert habe. Aber apropos Kanalmitglieder, tatsächlich haben wir schon ein paar Kanalmitglieder, genauer gesagt, wir haben 3 Stück, Leute. Und tatsächlich sind 3 Stück der erste Meilenstein für, ich sag's mal, ein weiteres benutzerdefiniertes Emoji, was ich natürlich auch schon gesagt habe und zur Abstimmung freigegeben habe, was das nächste Emoji werden soll, da ich auch selbst Emojis erstellt habe. Aber wie gesagt, Leute, schaut euch das selber an, ist alles sichtbar. Aber Leute, was ich auf jeden Fall nochmal sagen möchte, die Abstimmung ist natürlich jetzt vorbei. Das bedeutet, ich werde demnächst mal ein benutzerdefiniertes Emoji für GTA 5 oder GTA Online auf jeden Fall mal hinzufügen. Und vielleicht werde ich auch eine Abstimmung machen und mehrere Emojis machen und ihr wählt wieder euren Top-Favoriten aus. Vielleicht mache ich sowas, aber mal schauen. Auf jeden Fall, ne, gibt es benutzerdefinierte Emojis und vieles mehr und ich quatsch schon wieder zu viel. Aber Leute, das ist auch jetzt nicht das Einzige, was ihr als Kanalmitglied bekommen könnt, da ich ja zum Beispiel auch einen Discord-Server habe. Das bedeutet, falls ihr hier wirklich Kanalmitglied werdet und ich auch euch verifiziere auf Discord, dass ihr Kanalmitglied werdet, kriegt ihr natürlich auch eine spezielle Rolle in Discord. Das bedeutet, ihr könnt natürlich hier nochmal andere Rollen bekommen, dann seid ihr auch noch, ich sag's mal, besonders auf dem Discord-Server und ja, ne? Also generell ist das jetzt eigentlich ganz kurz gesagt über Kanalmitglieder. Aber Leute, was ich hier auch nicht verschweigen möchte, ne? Es ist und bleibt eine Spende von euch zu den Creators. Das bedeutet, ihr seid nicht verpflichtet, das zu machen. Ihr seid auch nicht dazu genötigt. Ich meine, die Inhalte, die ihr habt, ne, sind generell kostenlos. Ihr kriegt die gleichen Inhalte wie auch Kanalmitglieder. Kanalmitglieder kriegen es natürlich ein bisschen früher, aber die Glitches sind in der Regel nie so schnell gepatcht, dass innerhalb von ein paar Stunden oder einem Tag das wieder vorbei sein kann. Deswegen, Leute, ne, ist alles natürlich freiwillig hier. Und Leute, hier möchte ich natürlich auch nochmal euch sagen, dass
Google bzw. YouTube, wie auch immer das nennen möchtet, auch einen gewissen Teil des Geldes ja einbehält. Das bedeutet, wenn ihr spendet, kriege ich natürlich den größeren Stück vom Kuchen. Aber Leute, geht euch sicher, ich möchte hier natürlich auch keine genauen Zahlen nennen, aber Google oder YouTube, wie auch immer, nimmt sich auch ein gutes Stückchen vom Kuchen bzw. von dem Geld, was ihr halt gespendet habt. Oder ihr habt halt Kuchen gespendet, dann passt die Metapher. Ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Deswegen Leute, denkt drüber nach, wenn ihr Kanalmitglied werden möchtet, freut mich das übelst, da ich ja so gesehen noch 2 oder 3 weitere brauche, für das noch ein Emoji freizuschalten, also Emoji-Platz, um selbst ein Emoji zu erstellen. Ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Und naja, ich freue mich auf jeden Fall über eure Vorschläge, was ich vielleicht sogar verbessern kann, da ja, wie gesagt, das Ganze ja noch relativ neu ist und ich nach bestem Gewissen erstmal gehandelt habe. Aber Leute, ich überlasse das euch. Aber egal, Leute, falls euch das kleine Informationsvideo gefallen hat über die Kanalmitgliedschaften, über die Abzocke oder auch nicht, je nachdem, wie ihr es sehen möchtet, dann lasst mir doch ein Like da und wie gesagt, Leute, falls ihr Verbesserungsvorschläge habt, schreibt es ruhig in die Kommentare. Hau ich mal raus, Leute, euer Wombat. Ciao.